Hallöchen, meine lieben Freunde, hier ist der Spieleschwärmer. Schnappt euch eure Kuscheldecke und ein heißes Getränk. Nintendo hat mit Mario Kart nicht nur ein komplettes Genre aus dem Boden gestampft, nein, sie sind auch unangefochten an der Spitze von genau diesem Genre. Was natürlich nur ein Grund, aber kein Hindernis für andere Entwickler ist, sich auch an diesem Genre zu versuchen. Aber taugen diese Spiele eigentlich was oder sollte man besser beim Original bleiben? Finden wir es heute heraus. Der Spieleschwärmer, das hier war das Intro. Und bevor es jetzt komplett losgeht, ja, ich habe kostenlose Testmuster erhalten, aber ihr werdet sehen, das wird meine Wertung niemals irgendwie beeinträchtigen. Miaumotors ist im Grunde Mario Kart mit Katzen. Quasi Mario Katz. Das Spiel bietet sogar eine Art Story-Modus, nur dass man das Comic-Intro auch getrost vergessen kann. Es sagt nämlich nur, ihr seid eine Rennfahrerkatze, alle anderen sind Rennfahrerkatzen, es gibt böse, böse Gegner und ihr wollt der Champion sein. Wow. Was direkt im Intro auffällt, ist die holprige deutsche Übersetzung, bei der man zumindest meistens versteht, worum es geht. In verschiedenen Meisterschaften rast ihr durch optisch abwechslungsreiche Strecken, die auch verschiedene Abkürzungen bieten. Da hätten wir beispielsweise eine Western-Cowboy-Wüste, weihnachtliche Schnee- und Eisdörfchen oder Rennstrecken in Baumwipfeln. Katzen und Bäume. Man kennt das. Bei den verschiedenen Themenwelten hatte ich trotz der unterschiedlichen Streckennamen aber immer das Gefühl, auf dem gleichen Kurs unterwegs zu sein. Abwechslung bringen dann aber wieder Modi wie Driftrennen, Kampf und natürlich klassische Wettrennen. Je nachdem, wie gut ihr in ihnen abschneidet, bekommt ihr bis zu 3 Sterne, mit denen ihr Power-Ups, Fahrzeuge und Fahrer mit Sonderfähigkeiten freischaltet. So können die neuen Kätzchen zum Beispiel besonders lange Ölspuren hinterlassen oder ohne Geschwindigkeit zu verlieren am Fahrbahnrand herumschlittern. Schlittern ist bei der Fahrphysik leider das Stichwort, die ganze Steuerung fühlt sich leider sehr schlitterig und schwammig an, als würdet ihr immer auf Eis oder Sand fahren. Und wenn ihr dann wirklich auf Eis und Sand fahrt, viel Spaß. Aber man gewöhnt sich mit der Zeit dran und hat dann meistens das eigene Fahrzeug ganz gut unter Kontrolle. Mario Kart-Klon-typisch ist es manchmal ein wenig Glückssache, ob ihr überhaupt Erster werden könnt, denn zwischendurch hagelt es regelrecht Geschosse auf euch, dass ihr nur so durch die Gegend kullert. Dabei habe ich das Gefühl gehabt, dass euch die gegnerischen Treffer viel mehr ausmachen, als wenn ihr die gleichen Waffen gegen eure Gegner nutzt. Das kann aber auch am von mir ausgewählten Schwierigkeitsgrad gelegen haben. Auf Mittel war mir das Spiel nämlich viel zu leicht, aber auf Schwer kriegt ihr dann doch einiges an Herausforderungen geboten. Dann kommt es wirklich darauf an, gut durch die Kurven zu driften, Gegner auszuschalten und dass das eigene Fahrzeug unbeschädigt gehalten wird. Sonst wird es langsam und es gibt sogar ein kleines Schadensmodell. Pluspunkt für das Detail. Generell ist Miaumotors hübsch, aber sieht insgesamt eher aus wie ein Handyspiel. Wenn auch ein hübsches oder ein HD-Port von der Wii U. Ich kann es nicht wirklich in Worte fassen, aber trotz süßer Charaktere und hübscher Effekte wirkt es nie professionell. Das Spiel läuft aber flüssig und ohne Ruckler oder andere Ausreißer. Einmal hatte ich einen Bug, da habe ich ein Rennen neu gestartet, weil ich nur einen Stern bekommen habe. Dann habe ich die Runde gewonnen, aber bekam gar keinen Stern mehr. Der größte Minuspunkt an Miaumotors ist aber die Musik. Da kann man auch die YouTube-Bibliothek für lizenzfreie Musik laufen lassen. Dass keine Werbung für Wish aufploppte, war alles. Was ein belangloses Gedudel. Aber hey, ich nutze ja auch solche Musik. Tja. Meine getestete Version war noch im Early Access, vielleicht ändert sich ja da doch noch was. Wenn ihr eine Mario Kart Alternative für den PC sucht, dann kann man sich Miaumotors mal ansehen. Im Multiplayer mit Splitscreen ist das bestimmt ganz witzig. Das Wasser reichen kann es dem großen Vorbild zwar nicht, aber für unter 20 Euro ist es auch kein rausgeschmissenes Geld. Nach Mario Kart mit Katzen folgt jetzt Mario Kart mit Obst. Nein, im Ernst jetzt. All-Star Fruit Racing ist ein weiterer Mario Kart-Klon mit knallbunter Comic-Optik, Power-Ups und verrückten Strecken. Anders als bei Miaumotors bestehen die verschiedenen Modi wie Karriere, Meisterschaft, Zeitrennen und Einzelrennen nur aus Power-Up-geschmückten Wettrennen, mit Eliminator-Rennen als kleine Abwandlung. Abwechslung gibt es aber trotzdem. Ich war total erstaunt, mit wie viel Detailverliebtheit die einzelnen Etappen und Welten designt sind. Auf jeder Strecke gibt es mehrere Alternativrouten, spezielle Gefahren und überall bewegt sich etwas und zeigt ein Auge für Details. Besonders stark gefiel mir eine achterbahnähnliche Rennstrecke auf einer Schlange
und von einer riesigen Schneekugel einen Berg heruntergejagt zu werden. Wirklich sehr hübsch und toll gemacht. Die Strecken könnten auch bei den großen Konkurrenten so zu finden sein. Was den Eindruck dabei trügt, ist die Optimierung. Selbst auf den höchsten Einstellungen auf dem PC gibt es unschön aufploppende Grafiken. Das muss nicht sein. Auch in der Audioabteilung lässt es sich nie so optimieren, dass eine Balance aus Motorgeräuschen, anderen Sounds und der Musik besteht. Dabei ist die Musik selbst auf jeden Fall besser als beim eben genannten Miau-Motors. Ohrwürmer werdet ihr zwar nicht unbedingt bekommen, aber für den Großteil der Zeit passt die Musik gut auf die Strecken und wie auch bei Mario Kart gibt es in der Finalrunde nochmal eine flottere Version zu hören. Ein schönes Detail. Neben den gelungenen Strecken ist die Steuerung auch 1A. Ich hatte stets das Gefühl, genau das zu machen, was ich will und ich habe nie die Kontrolle verloren. Beim Einstieg in das Spiel habe ich ehrlich gesagt ein schlechtes Gefühl gehabt. Denn das Tutorial stellt das Spiel komplizierter dar, als es eigentlich ist. Ihr könnt fahren, driften und dadurch Turbozeit sammeln und Power-Ups benutzen. Da All-Star Fruit Racing sich ja rund um das Thema Obst dreht, hat man auch das Power-Up-System daran angepasst. Aus verschiedenen Obstsorten könnt ihr euch nämlich ein Power-Up zusammenmischen und dabei auch entscheiden, was ihr nicht braucht. Je nach Modifikator gibt es aber auch ganz typisch zufällige Power-Ups. Die Balance ist recht gut gelungen, die ersten Rennen fühlen sich im Karrieremodus noch unbefriedigend langsam an, doch spätestens nach dem dritten Pokal zieht das Spiel die Geschwindigkeit und die Herausforderung an. Für jeden Pokalsieg könnt ihr noch neue Fahrerinnen und Fahrer freischalten, wie auch Fahrzeuge und optische Tuning-Gegenstände. Das motiviert zwar, bringt nur außerhalb von optischer Abwechslung nichts. Was mich störte, war die Länge der Rennen. Diese variiert von Dragstar oder Hillclimb-Rennen mit einer Runde über Rennen mit drei Runden bis zu Partien, bei denen ihr fünf Runden fahrt. Eine bunte Mischung aus viel zu schnell vorbei bis sich ziehend. Ein süßes Detail findet sich in den Ladebildschirmen, dort gibt es nämlich jede Menge Wissenswertes über Obst zu lernen. Nett! Mir hat es viel Spaß gemacht und ich habe All-Star Fruit Racing länger als für den Test geplant gespielt, ich denke, das spricht für sich. Wer eine Mario Kart Alternative sucht, ist hier auf jeden Fall richtig, außer ihr seid auf der Suche nach einem Racer mit mehr als nur Wettrennen. Jetzt haben wir ein mittelmäßiges und ein gelungenes Spiel gesehen. Das dritte und letzte Spiel für heute ist eine Mario-Katastrophe. Versteht ihr? Space Ribbon ist eine bunte Mischung aus der Rainbow Road, F-Zero und einem Garten voller LSD-getränkter Gurken, weil es eine Gurke ist. Und wie ein schlechter Trip. Auf verschiedenen Strecken rast ihr mit Oldtimern und futuristischen Fahrzeugen auf einer zufällig generierten Rennstrecke durch das Weltall. Leider fühlt sich trotz des Zufalls jede Strecke absolut gleich und langweilig an und schon nach kurzer Zeit ist das eine ermüdende Erfahrung. Die Ermüdung kommt sicherlich auch durch die schmierige Optik und der unangenehmen Geräuschkulisse auf. Alles wirkt zusammengeklatscht und lieblos, das merkt man besonders bei den Rennresultaten. Wirklich alles andere als schön. Optisch und akustisch für mich ein Reinfall. Space Ribbon ist übrigens VR-kompatibel, wenn ihr euch das mal antun wollt, ist sicherlich ein Erlebnis. Aber wie sieht das Gameplay denn jetzt eigentlich aus? Zusammen mit euren Kontrahenten jagt ihr einem riesigen Tierkopf nach. Je nach Rennmodus ist die Rennstrecke ziemlich gerade bis hügel- und kurvenreich. Wirklich unterschiedlich wirken sie allerdings nie. Meist versucht ihr im Windschatten eurer Gegner zu sein, denn nur so könnt ihr wirklich mit Geschwindigkeit über die Rennstrecke düsen. Seid ihr aus dem Windschatten raus, war es das auch mit der Geschwindigkeit. Bei einigen Kampfrennen ist der Windschatten egal und dann fühlt es sich sogar fast nach Rennspiel an. Nur ohne brauchbare Strecken. Die Physik erinnert an Spielzeugautos. Oft kullern ganze Fahrzeugtrauben über die Rennstrecke, zumindest kann man da mal lachen. Da hört es dann leider auch schon wieder auf. Space Ribbon ist anstrengend anzusehen, klingt furchtbar und spielt sich einfach nur langweilig. Dazu kommt das stümperhafte Design. Angeblich wird an diesem seit 2016 im Early Access verfügbaren Titel weiterhin geschraubt, sogar eine Nintendo Switch-Fassung ist raus. Aber ich kann zumindest im jetzigen Zustand nur von Space Ribbon abraten. Selbst geschenkt.
Okay, meine lieben Freunde, das waren drei Mario Kart-Klone bzw. Mario Kart-Alternativen. Gab es ein Spiel, das euch besonders gefallen hat? Schreibt es in die Kommentare. Das gleiche Spiel, Spiel, mit Videowünschen, die nehme ich sehr gerne entgegen und schaue, was ich da machen kann. Richtet euren Wünschen liebe Grüße von mir aus. Bis zum nächsten Mal. Der Spieleschwärmer ist raus. Ciao. Hallöchen, lieber Mensch. Du hast es geschafft, auf die Endkarte zu kommen. Jetzt gehören wir zusammen. Das bedeutet, dass du total gerne auf den Abonnieren-Knopf drückst, das Video teilst, einen Daumen hoch gibst und mir ewige Liebe schwörst. Oder einfach nur ein weiteres Video ansiehst. Deine Freundinnen und Freunde wollen das Video bestimmt auch sehen. Du weißt, wie das läuft: Daumen hoch, kommentieren, abonnieren, teilen und weiterschauen.